So Leute, willkommen zum neuen Video. Ich habe euch gefragt in meiner Insta-Story, was wollt ihr sehen aus dem Urlaub? Da waren viele, die Bazar geschrieben haben. Wir fahren in so ein Uhrengeschäft in die Altstadt in Siede. Da gibt es mehrere Uhrenläden, also gefälschte Uhren, Rolex, alles Mögliche. Die schauen wir uns jetzt zusammen an und dann nehme ich euch einfach mit. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Wir holen uns jetzt so ein elektrisches Dreirad, damit können wir dann einfach nach Siede fahren und zeige ich euch gleich, wenn wir da sind. So, das sind die Fahrzeuge. Da schaue ich jetzt, welches wir kriegen und damit geht es dann nach Siede. Ja. Wenn wir fahren in Berge, das ist Berge für 2 Tiere, okay? Okay. So, das ist die Karre. Da denkt man, dass die jeden Moment auseinanderfliegt. Das ist jetzt hier der Beginn der Altstadt. Da hinten ist die alte Arena und da gehen wir jetzt lang und dann geht's zum Uhrenshop. So, im ersten Schmuck- und Uhrenladen, hier seht ihr schon die ganzen Rolex. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die ganzen Modelle, der da oben noch viele liegen. Und dann erkläre ich euch ein bisschen was, das, was ich weiß. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Hier haben wir jetzt noch eine ordentliche Lagerung an Uhren. Hier seht ihr die ganzen verschiedenen Marken. AP, Breitling. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus. Bei Rolex ist es schon ein bisschen besser. Ja, ich habe da so ein paar Modelle, die ich am Omega-Uhr kenne, denke ich auch jeder. Patek Philippe, auch sehr bekannt. Ja, Richard Mille, die schauen natürlich auch echt gut aus. Also schauen wir uns die Modelle mal ein bisschen an. Ich bin Day-Date und Datejust-Fan. Da kenne ich mich auch ein bisschen besser aus, bei diesen anderen Sachen nicht. Es gibt hier nämlich bei den Uhren verschiedene Uhrwerke und es gibt teure und die billigen. Und die teuren Uhren, die liegen meistens hier nicht so, die haben die dann in irgendwelchen Koffern. Und das sind so ETA-Werke, die gehen, also früher haben die so ungefähr 350, 400 Euro gekostet. Mittlerweile sind die ETA ein bisschen gestiegen, also ich glaube so 600 Euro mindestens. Die Miyota, die haben ein bisschen schlechteres Werk, aber laufen auch recht ruhig. Die kriegt man vor so einem Jahr, hatten diese für 120, 130 bekommen. Mittlerweile wollen die ein bisschen mehr dafür, so 150, 160 Euro. Klar, ihr könnt da handeln ohne Ende. Und das, was ich jetzt euch mal zeigen kann. Ihr habt hier nämlich auch verschiedene Qualitäten. Also früher hat man die gefakten Uhren immer so erkannt. Wenn ihr euch den Bandübergang hier anschaut, die Uhr. Und die vergleicht jetzt zum Beispiel mal mit der Uhr. Oder ich suche mal zwei Beispiele raus, wenn ich die jetzt einfach mal nehme und nebeneinander stelle. Dann könnt ihr hier sehen, dass dieser Bandübergang hier, also da hat er ungefähr 1,2 und hier ist es durchgehend. Es gibt auch, soweit ich weiß, originale Rolex mit so einem langen Übergang. Aber das sind halt, also früher sahen nur die ETA so aus, mittlerweile gibt es auch diese Miyota-Werke, also die schlechteren Uhrwerke. Mit diesem guten Bandübergang und ja, die gefallen mir einfach besser. Dann, wie gesagt, gibt es hier ganz verschiedene Modelle noch, also die schauen echt alle gut aus, auch wenn ich keine Uhren brauche und hier jetzt mittlerweile mit der Smartwatch unterwegs bin, sind das echt schöne Uhren. Und genau, das sind meist diese Frauenuhren, die sind ein bisschen kleiner, also seht ihr ja, einfach kleineres Gehäuse, kleineres Band. Die schönste Uhr, würde ich einfach mal sagen, ist so eine silbergoldene. Die gefällt mir echt sehr gut. Oder auch die mit dem grünen Ziffernblatt, die habe ich gerade noch gesehen. Genau, die könnt ihr entweder hier nochmal aufziehen oder einmal schütteln, dann hört ihr gleich, dass innen drin sich was bewegt und der Sekundenzeiger fängt an zu laufen. Das waren jetzt so die bewegendsten Unterschiede bei Rolex, würde ich sagen. Also ich kann euch hier nochmal die anderen Modelle zeigen. Die schauen schon echt super aus. Für mich wäre dieses Glitzerzeug jetzt nichts, aber es gibt bestimmt welche, denen das gefällt. Ja.
Omega, ich kenne mich bei den Uhren tatsächlich überhaupt nicht aus. Die kosten alle so um die 140, 150 Euro, sagt er mir. Ja, und die natürlich auch echt schöne Uhren. Jetzt kommt jemand. Ich habe Rolex ein bisschen gezeigt. Das ist schön, gut. Ich bin Ramon aus Chile. Und was hast du für eine? Ich habe eine Engländer von meinem Freundin. Willst du irgendwas erzählen? Rolex habe ich schon viel gesagt mit Miyota-Werk und ETA. Alles. Weil wir haben keine schlechte Schrott chinesischen Ware. Okay. Ja. Immer beste. Da kann ich das nehmen als Bild, weißt du? Soll ich Bild machen? Nee, ich schneide aus dem Video. So, hier haben wir jetzt noch eine Kiste. Das sind neue aktuell. Aktuelle? Ja, aktuelle. Das sind so die Modelle, die ich ganz schön finde. Also die Day-Date in Gold. Ich finde die mit schwarzem Ziffernblatt am schönsten. Aber dieses Jubilee-Armband heißt es, oder? Das ist ja. Und das andere von Datejust heißt? Ist das Osterstil. Osterstil. Aber die haben doch nochmal einen anderen Namen, oder? Jubilee und Präsidentenarmband. Ja. Also das ist das Präsidentenarmband. Und das Jubilee-Armband ist das, was ich euch schon gezeigt habe. Woran, wenn jetzt jemand mit so einer Uhr zu dir kommt, woran erkennst du jetzt, was das für ein Werk ist? Das ist ETA. ETA, woran erkennst du, also ich würde es jetzt... Wir kennen das. Woran siehst du es zum Beispiel? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, das ist ETA? Wenn das in Rolex tragen Leute, kennen sehr gut als mich, weißt du? Okay. Ja. Die ETA läuft ein bisschen ruhiger als Miyota, gell? Ja. Sieht man. Ja. Ihr seht jetzt hier mal den Unterschied von Miyota zu ETA. Wir haben rechts die Miyota und links die ETA. Und jetzt muss ich selber mal genau schauen. Aber ich sehe fast keinen Unterschied von der Laufruhe. Also die laufen beide sehr schön. Und schauen Qualität. Gut aus. Qualität. Ja, Qualität. Du kriegst überall. Jetzt kommt der Koffer. Moment. Ja, ja. Was? Eine. 18 Stück verkauft. Siehst du, das sind... Das Modell habe ich noch nie gesehen. 1 und 1. Also ich 1 und 1. Ich bin ehrlich, das Modell habe ich noch nie gesehen, ne? 1 und 1. Wir haben noch mal bestellt. Mit Ameise. Ja. Rex, hier, Yacht, ja. Hier. Ja. Yachtmaster. So. Was gibt's? Wie? German. Alles gut? Ja, ich muss nur Video machen. Ah, TikTok? Nein, YouTube. Ich gebe dir ein Geschenk, komm. Auch Video machen, okay? Okay, Bro. Dieser meine kleine Werbung. Guck mal, dieser Wasser. Ein Teelöffel Kokain. Das ist Viagra-Tee, ne? Nein, dieser Dr. Eddie. Esterischen, später trinken. Diese vor Erkältung, Husten, Grippen, Migräne, Asthma, Bronchitis. Also bei so einem Tee, wenn er an so einem Tee riecht, dann wird die Nase schnell frei. Dieser meine Viagra. Hast du gesehen? Nein. 2 Teelöffel essen und dann 10 Stunden nicht schlafen. 10 Stunden nicht schlafen, guck mal. 10 Stunden deine Maschine. Hast du gesehen? 10 Stunden. Mit dem da. Oh, wirklich, 2 Kilo für Essen, Walla. Und später Dankeschön gesagt. Das könnte ich für David oder Manuel mitbringen. Honig. Honig? Ja. Ah. 2 Kilo. Wirklich, Garantie. Du heute essen, morgen 10 Stück kaufen. Noch funktioniert er. Danke. Deine. Dankeschön. Danke auch. Ich liebe dich. Der ist besser. Ja, diese kalt, heiß, egal. Lecker, lecker. Zucker ohne Ende. Keine Zucker. Was ist das? Diese Stevia. Ach so, ja, also süß. Ja, schmeckt sehr süß. Stevia ist speziell. Vielen Dank. Danke auch. Möchten Sie wissen? 50. Für heute essen 20. Ich frag die Jungs. 20. Ich,
Ich frag dich. Danke dir. Also ihr müsst überlegen, normal gibt es ja diese riesigen Bazaars. Das ist jetzt mehr so eine Altstadt, wo halt einfach Geschäft an Geschäft ist. Und auf so Bazaars bin ich nicht so der Fan, weil das immer extrem heiß ist. Und es ist halt wirklich Mann an Mann, da geht's zu wie beim Stachus, wenn nicht sogar noch extremer. Das ist einfach abartig, aber im Prinzip ja, sind halt die, wie auf dem Flohmarkt, könnt ihr euch das vorstellen. Und hier sind halt einfach die Geschäfte, wo ihr eben die ganzen Sachen kaufen könnt. Schuhe, ja, Uhren, alles Mögliche. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel den nächsten Uhrenladen. Also Uhrenladen gibt es wie Sand am Meer auf jeden Fall. Welche Adresse von... Du kannst Taschen zeigen. Nein, nein, Bruder, das ist die... Ich wollte nur diese, die... Von welchem Kanal? Ich wollte so follow. Achso, S? S? Kannst schreiben. Schreiben. Kommt. Wie? Der. Yeah. Wir machen das, dann die kann vielleicht. Ich mach auch. Ja? Außer du willst, du kannst sagen, ich mach Videos. Nein, Bruder, ja, die sind, weil es ist auch nicht illegal, weißt du, das wäre ja, okay. Nicht die ja. So viel. Alles gut. Weil die sind. Willst du was zum Schmuck sagen? Schmuck, ich kenne mich da ja nicht aus. Gabel Silber, 925 Grad. Grad? Ja. Okay. Echte Silber. Okay. Rhodesiert Silber auch. Wir haben Rhodesiert Gold Silber auch. Und Weiß Silber auch. Und Königsketten, alle großen haben wir, alle lange gibt es auch, Armbänder auch. Was kosten diese Königskette? Diese Königskette ungefähr waren 120, so 80, okay. 120 zwischen. Okay. Ja. Solche mit brillanten Zirkonienstein auch, mhm. Saphir, Aquamarin zum Beispiel gibt es okay. auch. Das sind Sultanit, Sultanit, sehr schöne Stein. Drei verschiedene Farben. Mhm. Ja. Das war jetzt so ein kleiner Vlog zu diesen Geschäften hier in der Türkei, zu diesem ganzen gefälschten Zeug. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr da mehr sehen wollt. Lasst es mich wissen und ich sag bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.